Es haben heute so viele Leute mich mit einem ganz besonderen Video wirklich zugespammt. Und zwar geht es um das Video von On Point. Und das gucken wir uns direkt zum Anfang an. Das haben so viele sich gewünscht. On Point ist ein Kanal, die machen Best-ofs, YouTube-Kacke, ja. Und heute kam ein Video. Das Video heißt Der Beef von Unge und Monte. Und das haben mir unfassbar viele Leute vorgeschlagen. Das haben unfassbar viele Leute gesagt, schau es dir an. Und das werden wir jetzt tun. Es kommen oft ungeklickt Best-ofs auf diesem Kanal. Verschiedene Sachen auch, Reportagen, Best-ofs und so weiter und so fort. Also check den Kanal auf jeden Fall mal aus, falls es noch nicht getan hat. Sehr lohnenswert. Und heute gibt es ein Video, was ich noch nicht gesehen habe und was wirklich sehr viele Leute vorgeschlagen haben. Der Beef von Unge und Monte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit Monte schon mal Beef hatte, weil ich, wenn ich ihn sehe, dann küsse ich mal seine Augen. Da bin ich mal sehr gespannt. Es ist noch in der alten Wohnung, also im Streamhaus. Wir schauen mal rein. Let's go. Okay, warum bröckelt die Decke? Was passiert hier gerade? Bam, bam, zack, zack, yay! Als ob! Als ob ich dann so sitze und mir so denke, ja, okay, meine Decke bröckelt, oben drüber läuft Hardstyle. Ja, normale Reaktion, würde ich sagen. Alter! Bam, bam, zack, zack, yay! So toll. Alter, was ist das für eine Scheißmusik hier? Alter, einfach Adresse geleakt vom Streamhaus und von Montes Wohnung. Ja, eigentlich sollte das ein Geheimnis bleiben. Das ist eine Wohnung in Hamburg. Und zwar in Hamburg Buxtehude, ja. Wie jeder weiß. Und das hier war meine Wohnung und das war die Wohnung von Monte. Eigentlich haben wir gesagt, das sollte niemals an die Öffentlichkeit, dass wir zusammen wohnen, weil falls eine Adresse rauskommt, kommt die andere Adresse raus. Also On Point hat es jetzt geleakt. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Spaß beiseite. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Was ist für eine Scheiße? Was ist das für eine Kacke? Nanu, hä? Achso, Telefon klingelt, Bruder. Nanu, was ist da jetzt los? Hallo? Mein lieber Freund, das war zu laut. Ah ja. Mein lieber Freund, das war zu laut. Hä? Seit wann habe ich sowas schon mal gesagt? Habe ich schon mal gesagt, mein lieber Freund, das war zu laut? Hallo? Mein lieber Freund, das war zu laut. Ah ja. Ist das so zusammengeschnitten? Das hört sich. Ich habe doch noch nie gesagt, mein lieber Freund, das war zu laut. Das ist irgendwie. Ich sehe jetzt gerade erst den Mund, Alter. Hä? Wie gut ist das denn gemacht? Hallo? Mein lieber Freund, das war zu laut. Ah ja. Das ist einfach nur ätzend. Ah ja, korrekt. Danke, dass du mir erstmal gratulierst. Ist korrekt, das dein freut mich schon. Verdient die Nummer 1, sagst du? Kleiner Kecko, Alter. Baba, danke. Dass du das wirklich nicht traust, danke zu sagen. Dass du es dich wirklich Ernst? Traust, danke zu sagen, du ekelhaftes Stück. Ja, gut, okay, alles klar. Junge, ist das dein fucking Ernst? Bruder, Kuss geht raus. Oh, Mann! Bist stark. Bist du komplett dumm, Junge? Bei ihm läuft. Hat ein Fresse! Und der Typ, der hier wohnt, ist einfach der hat am größten die Arschkarte gezogen. What the fuck? Oh mein Gott. Bruder, Rolex Boy 88. Hä? Woher weiß der, wie ich Monte eingespeichert habe? Lol, ist das der Hacker gewesen? 1% Akku. Vegan. Vega-Phone, so der vegane Handyanbieter. Red Hat. Lappalingo. Ihr müsst auf die Details achten. Ist einfach oben, ist einfach als Handyanbieter Lappalingo drin. Und hier 88% Akku. Du vegane Schnitzel. DJ, hau nochmal den Aal an. Ich hab Bock auf gute Musik heute.
If you're watching this, you must be clinically depressed. I am watching this because I've got no friends. Stark. Sehr stark gemacht. Also wirklich sehr stark gemacht. What the fuck? Man nimmt sich so verschiedene Sachen so raus, die aus verschiedenen Videos und dann irgendwie zusammenpassen, ja? Also on point, mega stark.